attestierte das Gericht auf Basis der Berichte von Sachverständigen, in der Waschmaschine sei die Wäsche verschimmelt. Weil sie nicht herausgenommen worden sei, ein Mädchen hat uns angelächelt und man konnte nur noch schwarze Zahnstumpen erkennen, hatte eine Polizistin als Zeugin berichtet. Schon der Garten des Hauses sei mehr Müllhalde gewesen als Garten, berichtete sie. Bereits am Hauseingang kam uns dieser beißende Uringestank entgegen. So sollte kein Kind leben, die Kinder hätten erzählt. Das Kind sei aus dem Kinderwagen gestürzt. Wohl doch, die Ärzte äußerten Zweifel an dieser Version, wer dem Kind diese Verletzungen zugefügt hat. Ließ sich aber nicht klären. Quelle: ntv.de.